Moin Moin, willkommen zurück bei Wild Thing zu einer neuen Episode und einem neuen Top-Review, und zwar die Death-Metal-Panzer rollen wieder. Wir sprechen jetzt über Asphyx. Asphyx haben jetzt ihr, ich glaube, 10. Album, hier vorne steht es auf dem Sticker drauf, The Crushing 10th Full Studio Album aus der Dutch Death Doom Elite, das 10. Studioalbum rausgebracht, Asphyx aus den Niederlanden, hier um der Ecke. Asphyx sind für mich, sind ja erstmal, ne, wer es nicht kennt, Death Metal. Die machen Death Metal, oldschooligen Death Metal, mit einer ordentlichen Prise, ja, Doom drin. Also, das ist jetzt kein Brutal Death, der voll in die Fresse immer geht, der hat seine Momente, aber es ist auch sehr rifflastig, sehr schwer dabei manchmal und so, ne, aber kommen halt wirklich auch mit einem oldschooligen Sound und vor allem einem oldschooligen Gesang daher. Kommen aus den Niederlanden, gibt es seit sehr langem, gehören so ein bisschen auch zu den beständigsten Oldschool-Death-Metal-Bands, die ich so kenne, würde ich sagen. Also, ne, also die hatten ja mal auch in den 90ern so ihre Momente, aber gerade in den letzten Jahren gehören Asphyx absolut zum Elite-Core des Death-Metals. Kann man nicht anders sagen. Die kommen in gewohnter Präsentation, ne? Das neue Album heißt halt Necroceros und allen voran besticht Asphyx natürlich durch den Sänger Martin van Drun, eine Sängerlegende, möchte man fast sagen, hat bei vielen Bands auch schon mitgemacht. Asphyx ist ein bisschen die Speerspitze, plus auch er hat bei Hell of Bullets war der dabei, die gibt es ja auch nun nicht mehr, ich muss letztes Mal war auch nicht mehr mit ihm, aber mit den weißen Haaren und der geilen oldschooligen Stimme, Martin van Drun, wahrscheinlich habt ihr den alle schon mal irgendwo am Rockhard Festival oder so gesehen, absolut sympathischer Typ, aber halt auch ein absolut geiler Death Metal Fronter, seine Qualitäten stehen wirklich, wirklich außer Frage. Und die präsentieren halt den gewohnten Death Metal. Das ist so ein bisschen das, was ich an Asphyx irgendwie schätze, ist, sie sind beständig. Sie leben von Beständigkeit. Man weiß, was man bekommt. Man weiß wirklich, was man bekommt. Und was bekommt man? Ja, so richtigen, ja, wie soll man sagen, schweren Panzer-Death-Metal irgendwie. Und seit ein paar Jahren gehört ja auch die deutsche Drummer-Legende Husky Hüskens oder auch Tormentor, war bei Disaster, war bei Sodom jetzt, war eigentlich überall schon mal eine absolute Institution an den Drums, ist dabei und, ne, und dann Gitarre und Bass, 4-Mann-Band. Und das ganze Ding, fast 10 Songs mit einer Spielzeit von ziemlich genau 50 Minuten. Da merkt man natürlich schon, es geht hier nicht nur Highspeed, wird hier durchgejagt, ne, im Durchschnitt 5 Minuten der Song. Die brechen das aber ganz witzig auf. Das Schöne ist, die haben einen tollen Wechsel zwischen Ballersongs, richtigen Kopfschüttlern, erste Reihe Rockhard-Festival, so, ne? Aber auch sehr schweren und sehr schwermütigeren Songs, die deutlich rifflastiger sind. Und diesen Doom-Part halt da reinbringen. Und die lassen sich dann auch Zeit. Und so hast du dann, ne, erster Song 4 Minuten, dann 5, dann 6 und dann wieder 5, 7, 3 Minuten, 5 und so. Und so geht das alles so ein bisschen hü und hopp. Aber das macht halt auch Spaß, weil du merkst, dass da, ja, das zieht sich da an keiner Stelle. Es ist langsam, wo es langsam sein kann. Aber es wird auch immer wieder aufgefangen durch brachialere Sachen, durch brachialere Momente, durch schnellere Songs, die sich dann direkt dahinter anknüpfen und so. Und da merkst du, da ist eine Menge Erfahrung drin. Also es ist natürlich auch eine Band, die über Jahre Erfahrung gesammelt hat, die weiß, wie das Business auch ein bisschen läuft und die da auch ihre Stärken ausspielt. Und die wissen, was die tun, das merkt man. Und das ist es, was ich an Asphyx auch so schätze. Und das ist es, wenn ich sage, da weiß man, was man bekommt. Die wissen, was die machen und die wissen, das perfekt auszuspielen. Die wissen, wo ihre Stärken liegen und wie die das halt präsentieren. Und das ist nicht, wie viele Alben nach wie vor heutzutage, vor allem, wie ich finde, dann häufig Bands von längst etablierten Künstlern, die ihren Hit als Opener präsentieren oder als zweiten Song und danach geht es so bergab. Asphyx machen sowas nicht. Jetzt muss man sagen, es ist jetzt auch beständiger Death Metal, aber dafür wenig von übertriebenen Death-Metal-Hits geprägt. Also so ein Death-Metal-Victory oder ein Killchain gibt es hier in dem Format nicht, aber es gibt halt grundsoliden, geilen Oldschool-Death-Metal, der halt auch vielseitig ist. Und den schaffen die einfach geil zu präsentieren. Das kann man einfach nicht anders sagen. Also ziemlich bezeichnend, finde ich, ist dafür der Wechsel der Songs 4, 5 und 6. Es fängt mit Knights Templar Stand an. Das ist der 4. Song. Ein sehr, sehr starker Song, ein gutes Lied.
Lied. So ein bisschen, ne, gute 4 Minuten lang, so ein bisschen mehr Oldschool Death, weniger Doom. Aber man merkt, da kommt gleich irgendwie was. Und das ist dann der Song 5, Three Years of Famine. Der ist über 7 Minuten lang. Und der ist halt so ein richtiges Doomes-Ding. So, der ist sehr, sehr, der schläbt sich ein bisschen, ist dabei schwermütig, aber kräftig mit einer Menge Wucht. Und der kostet die 7 Minuten aus, ohne dabei viel zu lang zu wirken. Also du merkst schon, dass die sich Zeit lassen beim Album, aber es wirkt nicht lästig oder so, sondern die spielen das schon gut aus. Und nachdem du dann diesen schwermütigen 5. Song, Serious of Famine, durch hast, kommt der schnellste Song des Albums, Botox Implosion, ist der 6. mit etwas über 3 Minuten Spielzeit nur. Und der geht so richtig mal richtig voll in die Fresse, voll in die Schnelle. Und das finde ich jetzt bezeichnend. Dieser Wechsel ist bezeichnend für das Album, wo du ran merkst, was die tun. Und auch, darf man auch nicht vergessen, der Opener ballert sofort vom ersten Moment. Du kriegst jetzt nicht, wie bei Balls Roar, irgendwelche Kriegsgeräusche, Marsch, bla bla, sondern erster Sound, ba, 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 geht los. Und da merkst du, die wollen dir schon was zeigen im ersten Moment, so, weil die ballern raus. Das ist einer der schnelleren Songs, auch einer meiner Highlights, The Soul Cure is Death. Danach wieder ein bisschen Dingens und dann, die schaffen es wirklich, ja, so ein bisschen sinusartig, die einen wunderbaren Switch zu schaffen zwischen schnellen und doomigeren und Mid-Tempo-Songs irgendwie und schaffen so dieses ganze Album mit 50 Minuten und nur 10 Songs zu füllen und ja, dabei immer genau die richtige Art des Songs im richtigen Moment zu präsentieren. Und das ist was, das merkt man, einerseits merkt man der Band eine gewisse, ja, die haben reflektiert, was sie da tun und die wissen, was sie tun und die wissen, ihre Stärken auszuspielen. Ne? Die spielen beständigen, geilen Death Metal mit einer ordentlichen Stimme, mit einer ordentlichen Produktion, brauchen wir gar nicht drüber reden, und spielen da ihre Stärken perfekt aus. Meine persönlichen Highlights und Hits sind eben genannt, Botox Implosion ganz vorne ran, darüber hinaus The Nameless Elite ist ein geiler Song, der auch ein bisschen schwerer ist, der hat einen sehr prägnanten Riff, diesen so, und wo du auch merkst, ne, technisch nicht schlecht, kompositorisch nicht schlecht, für Oldschool-Death-Metal, was ja auch dann irgendwie ein in sich gestimmter Bereich ist. Und da spielen die das halt geil aus. Ein geiler Lied, geiler Riff und natürlich der Opener, wie schon erwähnt, The Soul Cure is Death. Weil der halt von vornherein so bam, bada, 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 so und das halt auch über die Songs so verteilt. Also meine Hits, meine Highlights sind jetzt Song 1, Song 6, Song 8. Es ist nicht alles am Anfang rausgefeuert, wie bei vielen Bands heutzutage, sondern da sitzt jeder Stein auf dem anderen. Das ist einfach intelligent gemacht. Es ist ein intelligentes, ja, Album, was mit der richtigen Attitude ist das rangegangen. So. Die versuchen auch nicht mehr zu sein, als sie sind. Die machen halt irgendwie diesen Death Doom Panzer Elite Death Metal und den spielen die halt perfekt aus. Allen voran, wie gesagt, Martin van Drun an der Stimme. Den erkennst du halt. Der hat eine saugeile Stimme, einer der besten Death-Metal-Sänger, würde ich so sagen. Beständig auch. Dabei auch irgendwie eine Person, die du erkennst, eine Persönlichkeit. Immer freundlich. Ich finde ihn von der Attitude und von der, ja, wie er sich gibt, unglaublich sympathisch. Eine absolute Institution in Death-Metal-Kreisen, würde ich sagen. Die Gitarre tiefgestimmt, wie es soll, aber ein schönes Brett an Bass drunter, geil abgestimmt. Und dann natürlich noch die Drums. Wir haben schon über Husky hier geredet. Ich meine, der Typ ist halt eine Drummer-Legende. Absolut geile Produktion, das finde ich bei Death Metal immer wichtig, Drum-Produktion. Ich hasse es, diese totgetriggerte Brutal Death voll scheiße. Ich nenne jetzt keine Interpreten, die halt völlig künstlich klingen. Das ist so richtig, das hat Kern, das hat Druck und auch eine gewisse Schwere in der Produktion und auch, weil er halt nicht nur sondern so und das hat halt auch diesen, ja, wie ich dann irgendwie Panzer Death Metal sage, dieses geile, kopfschüttelmäßige, ne, Rockhard erste Reihe. Das ist S-Fix. Und ja, dabei halt aber auch irgendwie bodenständig geblieben. Ich finde, das ist eine Band, die wirkt sehr bodenständig geblieben. Die haut jetzt, es gibt zu viele Bands, die sagen, ja, wir sind jetzt seit, wir sind ja mit die damals als erstes und irgendwie, die gibt's schon ewig, die sind beständig, die haben sich einen irrsinnigen Namen in der Death Metal Szene gemacht. Ich meine, unterm Strich, jeder liebt sie doch eigentlich. Da finde ich, sitzt jeder Stein auf dem anderen.
Jetzt ist es natürlich aber auch nicht, dass das, ne, das klingt jetzt alles nach 5 von 5 von mir, aber jetzt ist es natürlich auch nicht der Death Metal Meilenstein schlechthin. Es ist aber genau das, was man haben will, wenn man dieses Asphyx-Album sich kauft oder mit einer gewissen Erfahrung halt rangeht, mit einer gewissen Asphyx-Erfahrung und sagt, nee, weißt du, ich will ja auch ein Asphyx-Album. So, und das Rad neu erfinden, das ist da drin gar nicht möglich, weil es auch gar nicht, es ist nicht gewollt, es sind nicht die Ambitionen der Band, es ist nicht die Ambition des Hörers, der sich dieses Asphyx-Album halt irgendwie zu Gemüte führt. Und das ist so ein bisschen... Ja, ich meine, man kriegt genau das, was man erwartet. Das ist super. Für mich fehlt mir da, also auch für die volle Punktzahl, vielleicht dann doch so der Hit. So, das wäre wirklich das Krönchen, die Kirsche auf der Sahne sozusagen. Weswegen ich irgendwie nur 4 von 5 Punkte gebe. Mir eine Tendenz zur 5, auf gar keinen Fall zur 3. Es ist halt ein grundsolides, geiles, brettstarkes Death-Metal-Album. Oldschool, geile Stimme, geile Produktion. Mir fehlt da so ein bisschen der eine Hit, der eine richtige Überhit. So, und den haben sie in der Gitarre und auch im Gesang und alles. Wäre ich auch fast so weit gewesen mit Botox Implosion und Nameless Elite und auch dem Opener. Ja, aber für mich persönlich fehlt da noch so ein Müh. So ein Müh halt wirklich. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Das ist ein, also, ne, Necroceros, Asphyx, ein beinhartes, geiles, starkes Album. Death Metal. In reinster, bester Form. Vermutlich auch bis zum Ende des Jahres eins der Death Metal Highlights. Ich wüsste nicht, welche Band, muss man auch immer biografisch sehen, wer hat zuletzt was rausgebracht, welche Band da rankommen könnte. Wenn Bolt Thrower sich nicht reunieren, dann hat Asphyx da gute Chancen zu, glaube ich. Benediction hatten wir letztes Jahr erst. Ja, da sitzt einfach jeder Stein auf dem anderen. Es ist das, was man erwartet, es ist das, was man erhofft. Und gerade, ne, man kann es nicht oft genug erwähnen, Sänger Martin van Doorn ist einfach halt auch die markante Nummer bei Asphyx, ne? Und der Rest ist halt einfach geiler Death Metal. Also es ist, ja, es ist irgendwie bodenständig, es ist das, was man erwartet, oldschoolig, und halt aber trotzdem, und das ist das, was ich finde, was bei dem Album so, ja, hervorsticht, ist die Erfahrung und die Intelligenz, wie dieses Album aufgesetzt worden ist, ne? Mit der Strukturierung der Songs, dass du wirklich es hast, ne, der Song dahin, wie das in der Mitte zusammengefasst ist, ich habe es erwähnt, ne, 4-5-6, Song 4-5-6, wie sich das dann in Botox Implosion auflöst, ist einfach, das ist ein Kniff, da haben die was gemacht. Und da merkst du, die haben Erfahrung, die wissen, was sie tun, die wissen, ihre Stärken auszuspielen und die wissen, wie man halt auch, ich meine, das klingt immer so herzlos, aber wir wissen auch, wie man Asphyx da vermarktet. Es ist einfach geil. Dazu halt natürlich die Aufmachung mit den Jungs hinten drauf. Klar, es gibt auch ein cooles Video dazu, wie die von einem Panzer in einem Wald ihren Death Metal runterrocken. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Song das war. Molten Black Earth, glaube ich, oder Mount Skull. Auf jeden Fall, wo die das runterrocken. Geiles Video. So ein typisches Metal-Video, würde ich sagen. Auch das, was man bei Asphyx erwartet, kommt gut rüber, macht Laune. Es ist einfach, ja, es ist bodenständig. Man weiß, was man bekommt. Und das ist auch das, was man bei Asphyx erwartet, glaube ich. Und wie gesagt, ansonsten dann beim nächsten Mal Rock Hard Festival erste Reihe. Das ist die Musik, die ich da erwarte und die auch, glaube ich, das Publikum beim Rock Hard da erwartet und die auch so gut hinpasst. Ich finde, da sitzt einfach dann, ja, da passen die Rädchen, gehen ineinander über irgendwie. Und wie gesagt, einfach ein starkes Death-Metal-Album. Jetzt die Frage an euch, wie seht ihr das von mir? 4 von 5 Punkten. Bin ich da vielleicht etwas zu kritisch? Hätte ich den 5. Punkt geben sollen? Ja, es ist, ja, ich meine, vielleicht ist es auch, man hofft vielleicht dann doch noch so eine Spur überrascht zu werden, dass jetzt der Überhit drauf ist, dass sie doch vielleicht nur mal rock'n'rolliger werden, den doomigen Part etwas zurückstecken, der hier sehr präsent ist, aber immer wieder nett aufgebrochen wird. Wie gesagt, die Intelligenz und diese Struktur des Albums ist das, was mir hervorsticht. Es ist ein geiles Death-Metal-Album, ohne Frage. Lasst mal auch eure Meinung da zu Asphyx generell, aber natürlich auch zum neuen Album Necroceros und zu Martin van Doorn sowieso mit Husky. Einfach auch eine geile Besetzung.
Und ja, schreibt mal, was ihr dazu denkt. Bin ich zu kritisch? Wie empfindet ihr das Album oder auch die Band Asphyx? Lasst mal ein paar Kommentare da, Likes, Dislikes, wie es euch beliebt. Falls ihr mehr solche Videos haben wollt, dann subscribe mal. Da unten ist so ein Button. Würde ich mich freuen, dann kriegt ihr mehr davon. Und ja, ansonsten vielen Dank an Asphyx für dieses geile Death-Metal-Debüt im Jahr 2021. Schwierig, das noch zu brechen irgendwie. Ich bin mal gespannt, welche Band das noch in den Seiten hat. Und ja, so früh schon so ein Highlight abgefahren. Ja, vielen Dank an Asphyx und an euch fürs Zugucken jetzt natürlich. Ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Und mal sehen, was wir als nächstes haben. Fängt gut an, 2021. Bis dahin, mal sehen, was wir beim nächsten Video haben. Ciao, ciao.